So und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einer Piratenjagd. Und zwar nicht Jagd auf Piraten, sondern Piraten, die jagen. Wir müssen ein paar Razors mal ordentlich in den Boden stampfen. Uah. Kommt ihr mit, Jungs? Jo. Jo, wir können entweder die Razors machen, wir können aber auch auf der anderen Seite. Da sind die hier. Ich glaube, die sind richtig brutal, die sind stärkere Snapper. Das geht eigentlich. Oh, sorry, Brand. Jo, bei den Jungs muss man echt aufpassen, weil die hauen da echt drauf wie Harry. Schon wieder eins von diesen Biestern. Das ist aber so ein Trupp, also von daher. Ich will erst mal gucken, ob die... Hier, nimm den Heiltrank. Ich muss mich erst mal um die Jungs kümmern. Der braucht auf jeden Fall noch einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Ich gebe denen zur Sicherheit mal zwei. Hier, nimm den Heiltrank. Der Match, die sehen alle ganz gut aus. Scheint der Typ, der Brandon, ja, der hat jetzt von mir eine hinter die Löffel bekommen. Sammeln wir alles in Ruhe nochmal durch. Schon wieder eins von diesen Biestern. Gib den Viechern ordentlich Saures. Aha. Gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Das mache ich auch später, wenn die Jungs hier weg sind. Ah ne, ich sollte... Schade, dass mir keine anderen heilen kann. So weit war das Spiel leider noch nicht. Man kann vor den Viechern halt auch wirklich... So, wir können jetzt, wir den hier, weil rechts weiter müssen wir, links weiter können wir, weil hier auch Orks sind. Ist die Frage, ob ich das mit den Orks lieber selbst mache. Ich finde es einigermaßen spaßig. Hier, nimm den Heiltrank. Könnte natürlich sein, dass sie alle sterben, aber die haben auf der anderen Seite sowieso nichts mehr zu melden. Die zwei Orks könnten wir natürlich noch triggern. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Habe ich ihn jetzt getroffen? Kein. Oh, super. Hier sind noch ein paar Razor übrig. Die müssten hier unten rumlaufen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ein Mist viel weniger. Sorry. Nichts zu plündern. So, Alligator Jack, du kriegst jetzt nochmal einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Weil der ist cool, den möchte ich echt nicht auf dem Gewissen haben. Muss ich nur gucken, wo ich die... Hier sind noch ein paar Bluthunde. Eine ganz schöne Range. So, das ist ganz gut. Hier sind noch irgendwo ein paar Razor übrig. Ich glaube, die sind genau da hinten in der Ecke. Ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Bibliothek gehen, sonst greifen die Piraten nämlich alle Orks an. Das sind nämlich noch viel mehr in diesem kompletten Gebäude. Das werden wir später nochmal angucken. Ich will nur die zwei Orks hier triggern. Ja, sind noch ein paar Wölfe, aber...
Schon wieder ein von diesen Biestern. Na, die Jungs machen das schon. Das ist gut, dass sie mich fokussen. Weil die Jungs können die nämlich dann immer gut platt machen. Ein Mistvieh weniger. Perfekt. Das war eigentlich ganz gut. Nur wenn wir weiter nach links gehen, dann wird es problematischer. Ich möchte hier aber nochmal in Ruhe. Das sind Wölfe. Na, der ist Jäger, das sieht man. Er hat von dem belegten Tier jetzt auch gleich das Fleisch mitgenommen. Die Frage ist nur, wo sind die anderen Razor? Ja, so muss man's den Biestern geben. Ja, ich könnte jetzt... Ich brauch... Gut. Gut, dann mach... Dann sind die... schon mal gesäubert. Ich möchte ihn jetzt nicht alleine heimgehen lassen. Komm her, Mistvieh! Ein Mistvieh weniger. So, Jungs, dann kommt mal mit. Ah, der findet den Weg alleine nach Hause. Die Piratenrüstung wird wie die Banditenrüstung angesetzt. Wenn wir die irgendwo in einem bewohnten Gebiet anziehen, kriegen wir Ärger, weil die uns dann für Kriminelle halten. Genauso wie Watras und die anderen sauer werden, wenn wir die Rüstung vom Ring des Wassers hier beliebäugeln. Das Schöne ist, der Canyon ist auch noch so ein bisschen mit dann mit so ein bisschen verbunden. Also der Endertrupp hat jetzt eigentlich nichts mehr, auch nichts mehr zu triggern. Von den Jungs kann ich ja auch nichts wirklich lernen. Vielleicht vom Alligator Jack, den könnte ich nach Hause schicken und die Piraten einfach mitnehmen, weil das unbedeutende NPCs sind. Aber die Orks, das ist mein Bier. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Gut, wir können natürlich den noch ein bisschen ausfragen, aber so richtig erzählen hat er uns nichts, wie er hergekommen ist, übers Portal, von der Toll, wer du überhaupt bist. Das haben die Jungs ja uns schon erzählt, also. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die ja, Rüstung. Ach ja, hier hast du... Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Das stimmt. Warte mal. Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung, für was anderes habe ich mich nie interessiert. Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den einen oder anderen Trick zeigen können. Das wissen wir ja schon.
So, gut, dann haben wir die Banditenrüstung. Wenn wir die anziehen, gibt es Kloppe und die ist echt schwach, aber naja. Mittlere Banditenrüstung, immerhin. Die werden wir im Sumpf brauchen müssen können. So, wir haben hier eigentlich alles gemacht, was wir machen können. Ich hätte das anders gemacht. Deswegen kümmere ich mich jetzt mal um den Canyon und guck mal, wie weit ich da komme. Ist eigentlich ganz cool, dass die Banditenrüstung etwas stärker ist als die Ork-Rüstung. Was habe ich denn für Ringe an? Schutz vor Waffen, das ist sehr gut. Gewandtheit brauche ich nicht. Schutz vor Waffen, weil die Orks werden durchaus mit Echsen auf uns einknüppeln. Und wie wir wissen, so ein Ork ist echt schon die Herde. Die Piratenrüstung gefällt mir einfach. Die ist schön. Die sieht ganz gut aus. Die Feuermagierrüstung hat natürlich etwas hervorgehobenes. Die ist auch noch ganz in Ordnung. Sieht aus wie so eine Rüstung wie so der Mann vom Wald. Das sieht eher aus wie so eine Landstreicherrüstung. Sieht schon echt jetzt nicht ganz so geil aus. Hat aber, ist aber okay. Aber die Piratenrüstung ist natürlich sehr nice mit den ganzen Nieten und allem drum und dran. Doch, die hat was. Ach so, ich kann ja... Nein, ich habe nicht genug Mana. Tatsache. Heilpflanze, Heilkraut. Obwohl ich hätte ja eigentlich auch pennen können. So, bevor ich aber hier weitergehe, will ich hier speichern. Hier gibt es auch ein Auto. Das ist eigentlich auch so ein nettes Easter Egg, das ganz gerne mal hier gemacht wird. Möchte ich euch natürlich auch zeigen. Die Frage ist, ob ich das schaffe. Also ich weiß, wo ich da hin muss. Ich weiß, was ich da suchen muss. Aber es ist nicht ganz tricky, da hinzukommen. Weil, wie gesagt, hier im Canyon gibt es noch einiges zu entdecken. Diese kleine Höhle hier, eigentlich sehr nett, hier ein bisschen Snapperkraut rein zu pfeffern. Waldbeere, Weidenbeere, meine ich. Sonst so richtig Besonderes gibt es hier nicht zu entdecken. Hier so ein paar Kräuter. Die Durchgänge werden ganz nett. Aber die Höhlen sind natürlich auch dementsprechend brutal. Weil eigentlich, wirklich eigentlich... ist es so gedacht, dass wir das Add-on dann machen, wenn wir schon aus dem zweiten Kapitel gekommen sind. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Also wenn du das Add-on... Wenn du das Add-on... vor der Mine machst, dann kannst du da ordentlich was abstauben. Also hier beim ersten Mal im Minental kannst du dann ordentlich was plätten. Auf der anderen Seite ist das, ist die Addon-Welt schwieriger dafür, weil wir eigentlich noch nicht so richtig, ja, so ein paar Sachen können wir schon hinkriegen, aber so alles erkunden können wir dann doch nicht. Oder sollten es nicht. Das ist dann wie gesagt so ein Try and Error. Da bin ich aber hartnäckig. Das gebe ich mir. Und probiere es, gerade was hier die Orks angeht. Auf der anderen Seite, wenn wir von der Mine wiederkommen, sind wir stärker und haben es hier einfacher. Aber wenn ich halt die Klaue Belias in der Hand habe, was wir hier, also das Item, was wir hier suchen, dann sieht das in der Mine schon sehr, sehr geil aus. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, die Klaue Belias, das ist ein Artefakt, was wir hier suchen. Also das Item hier, das habe ich gespoilert. Scheiße. Ja, ist ja egal. Also hier fast ein 20 Jahre altes Spiel. Wer sich da beschwert, dass man da mal was spoilert.
Der kann mich mal gern haben. Okay, die sind nicht so ohne, weil es wirklich drei Stück auf einmal sind. Die Frage ist, kann ich die einzeln triggern? Ja, kann ich. Gut. Die Beißer sind sozusagen stärkere Scavenger. Haben auch ordentlich Fleisch, muss ich sagen. Wir greifen natürlich direkt an, ne? Die Frage ist, ob ich vielleicht noch ein bisschen auf Einhand gehe. Mindestens 50. Na, dann komm mal her. Die Bibliothek müssen wir sowieso angucken. Einhand würde ich gerne noch bis mindestens auf 50 kommen. Mana muss einfach warten. Sorry Leute, wirklich. Das wird später zwar ein Problem, aber ich habe jetzt schon so viel auf Stärke. Das ist einfach leider der Fall. Da kann mir keiner Geschick beibringen. Ich versuche jetzt wirklich nur noch 3 Punkte auf Stärke zu kriegen. Den Rest hebe ich mir für Geschick auf, dass der andere mir den Taschendiebstahl beibringt. Es gibt nämlich auch nochmal ein paar XP, vor allem auch ein bisschen Kohle. Obwohl ist die Frage, wenn wir kein Geschick skillen. Wir haben ja den Schlüssel auch durch Klopperei bekommen. Das ist schwierig. Vor allem sollte ich das Schwert mal ablegen. 50 zu 60. Jo, einer ein Talentbonus 5, macht aber nichts. Das können wir ja nachleveln. Wir haben jetzt ein stärkeres Schwert. Edles Schwert, 60, 50, 5. 65, wir können bis zu 80 können wir tragen. Das Langschwert, das möchte ich in der Hand haben. Ich brauche jemanden, der mir Stärke beibringt. Wenigstens nur noch 2 Punkte. Auf der anderen Seite, wenn ich hier noch einen Tafel finde. Wäre das natürlich wunderbar. Aber auf der anderen Seite... es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber irgendwie muss ich das Mikrofon wirklich mehr an mich halten. Also richtig gefühlt. Warum kann er mir keine Stärke beibringen? Bei den Piraten gibt es keinen... Entschuldigung, gibt es keinen Stärkelehrer? Gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja, das hat er wirklich behauptet. Hey, du! Ja. Gut, ja. Perfekt. Jetzt kann ich das Ding tragen. Super. So, sorry, das war wichtig. Freut mich. Ich habe aber jetzt nur noch 4 Lernpunkte. Die Frage ist, kann ich da noch mindestens zwei auf Einhand gehen? Also 50 werde ich mit meinen 4 Lernpunkten garantiert nicht mehr erreichen. Ah ja. Jetzt muss der morgen die Bretter sägen. Aber da kann ich doch nichts dafür. Der Greg ist wieder da. Toll. Jetzt hat Greg mich... Okay. Zumindest weißt du... Ja, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. So, ich habe jetzt 44 Stärke ohne Bonus. Gucken, ob ich dem noch irgendwas abkaufen kann. Glaubst du wirklich daran? Zeig. Nee, nicht wirklich. Zeig. Das ist doch alles nur Gerede.
Weiß herum brauche ich auch nicht. Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Das ist wirklich nicht mein Problem. Greg ist aber wieder da. Gut, die können uns nichts mehr beibringen. Ich habe keine Lernpunkte mehr. Ich bin aber mit 85 Stärke zufrieden. Jo. Jetzt gehe ich nochmal zum Samuel. Mal gucken, ob der mir noch ein bisschen Grog verkaufen kann. Damit ich die Quest vom Skip abgeben kann. Die haben es schon gemütlich hier. Minimalistisch, aber schön gemütlich. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alle. Grog, jawoll, weißer Rum und das und... Jo, ist egal. Ich will... Ohne Grog macht ihr auch gar nichts, wie? Richtig so. Wie hast du... So, wie viel Grog habe ich dann jetzt? 24, das ist gut. Ich will was... Was das? Geht mir ziemlich übel. So, nehme ich nochmal einen schnellen Hering. Mal gucken, was der mir so einbringt. Wenn ich dem Skip die 20 Rationen Grog gebe, können wir natürlich uns bei den Banditen wieder abholen. Das war doch schon vorher klar. Wegen des... Hier hast du deine... Was denn? Naja. Okay, ich... Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ja, den Ring nehme ich. Hier hast du ihn. Das war doch alles klar. Was haben wir denn von Ring bekommen? Das interessiert mich. Ring der Krieger, Ring der Gewandtheit, das kennen wir. Eisenhaut tragen wir, Ring der Erzhaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Feuerring, Schutz des Holzes, 3, hier alles 3. Pfeilen und Waffen sogar 5. Das war doch schon vorher klar. Das sieht doch ganz gut aus. Wir können noch mal eine Runde pennen. Und dann möchte ich mal was probieren. So langsam steigen unsere Verteidigungswerte, das freut mich natürlich. Ups, schleichen wollte ich nicht. 87 vor Waffen, 67 vor Geschossen. 87 vor Waffen. Ist das wirklich die Piratenrüstung? Ne, das kann doch nicht sein. 55, 55. Okay. Schutz vor Waffen, 10, das sind 65. 70. 75, 82, Tatsache. Stimmt, durch das ganze Gedönse da habe ich mehr Waffenverteidigung als Dingsbums. Gut. Wir müssen in dieses große Gebäude. Da sind aber noch eine Menge Orks, die möchte ich klatschen. Das mache ich aber beim nächsten Mal. Ja doch, das beim nächsten Mal ist ganz gut. Hier, macht's gut. Leute, das war Part 51. Ciao.